Es wurde eine Rauchentwicklung in der Nähe der Königsbrücker Heide gemeldet, stellte sich aber im Einsatzverlauf heraus, dass es nicht am Rande ist, sondern auf dem munitionsbelasteten Bereich des Truppenübungsplatzes oder ehemaligen Truppenübungsplatzes. Daraufhin wurden weitere Fahrzeuge bzw. Objektverantwortliche vom Naturschutz informiert und der Kreisbrandmeister. Im Anschluss wurde eine Lagedetektierung festgestellt, um erstmal zu gucken, wo genau befindet sich das. Die Beratung erfolgte dann auch mit Unterstützung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, welcher ebenfalls mit alarmiert wurde, um weitere Maßnahmen zu treffen. Wurden dann eine Drohne angefordert aus dem Landkreis Meißen. Mit dieser konnte dann die Fläche detektiert werden, dass man ungefähr auf 6000 Quadratmeter kam, die aktuell von der Brandausbreitung betroffen sind. Im Nachgang wurde jetzt festgelegt, dass wir weitere Tanklöschfahrzeuge an der Stelle benötigen, um Wege nass zu halten außerhalb des Gefahrenbereiches, wo das Feuer sich dann hoffentlich auslaufen wird. Diese Maßnahme wird jetzt noch eine Weile andauern und morgen früh wird dann die Lage mit dem Objektverantwortlichen des Naturschutzgebiets Königsbrücker Heide neu bewertet. Der Schwerpunkt liegt hier, dass munitionsbelastet ist, dass aus mehreren Weltkriegen und danach auch durch die russische Armee viele Munitionsgebiete noch sind und es nicht genau detektierbar ist, wo welche Munition liegt und in welchem Ausmaß das ist. Also das Betreten ist hier einfach lebensgefährlich und es kann jederzeit zur Explosion kommen. Das heißt bei uns, wir haben jetzt konkrete Einsatzpläne, also das ganze Objekt hat einen Objektplan und bedeutet für uns, wir machen die Erkundung mit den Objektverantwortlichen und danach gilt für uns diese große Regel, 1000 Meter Abstand einzuhalten zu jeder Feuerflamme oder Flammenfront, um keine Einsatzkräfte zu gefährden und die Brandausbreitung ist eigentlich das, worauf wir uns hier versuchen zu beschränken. Also das heißt in dem Fall wirklich bewässern von noch nicht betroffenen Gebieten. Und es sind festgelegte Wege, die wir auch nur fahren dürfen. Das ist eine minimale Karte, auf der wir da uns bewegen.